Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Ich lade alle 2 Tage ein Video hoch, also versorge euch regelmäßig mit frischem Content. Und heute machen wir mal wieder was zusammen, was ihr wirklich gerne seht und ich sehr, sehr gerne mache, nämlich einen Haul. Ich war bei Rossmann und habe wieder einiges eingekauft. Und zwar konnte ich mal wieder nicht widerstehen bei dem Salzölpeeling von Isana. Das ist leider aus einer Limited Edition, die gerade rausgeht. Und ich habe da einige Produkte wirklich, wirklich draus gefeiert. Unter anderem das Body Serum. Da habe ich leider nur noch relativ wenig in der letzten Tube. Das habe ich total abgefeiert. Riecht total gut. Ist richtig gut für meine Haut. Und das Salzölpeeling, das es aus derselben Limited Edition gab, das habe ich auch so krass gern verwendet. Also es macht die Haut super, super weich. Also die ganzen Hautschüppchen und so weiter werden damit total gut runtergerieben. Und das Öl, das da mit drin ist, pflegt gleichzeitig auch noch die Haut. Also ich habe so ein tolles Hautgefühl wirklich selten nach einem Peeling gehabt. Deswegen habe ich krass zugeschlagen. Ich habe mir das Ganze 3-mal gekauft. Ja, sorry. Naja, hat halt nur 1,40 Euro in der Filiale gekostet. Ich habe das auch noch mal in einer anderen Filiale gesehen. Da hat allerdings die Packung 1,99 gekostet, was ich finde für so einen großen Pot eigentlich auch noch voll klar geht. Weil die nächste Limited Edition, die war auch schon aufgebaut und da war ein deutlich kleinerer Pot mit Salzölpeeling und der hat 2,99 gekostet. Wahrscheinlich sind die jetzt auch nur so günstig, weil die halt ausverkauft werden. Aber halt, wie gesagt, ich konnte nicht widerstehen und jetzt konnte ich mir zum Glück von diesem Peeling, was ich halt so krass abfeiere, habe ich mir einen schönen Vorrat zugelegt und kann den halt in den kommenden Wochen noch verwenden. Und da muss ich mal gucken, was meine Haut und ich so machen, womit wir uns dann peelen. Wenn man sich gepeelt hat, ist es natürlich auch wichtig, wenn man sich danach eincremt. Und da habe ich mir einmal mitgenommen die Pflegelotion von Pediprotect. Das ist immer eine super süße Verpackung. Könnt ihr wahrscheinlich sehen, mit diesem knuffigen kleinen Pinguin drauf. Das ist eine Bodylotion, die habe ich schon mal verwendet. Die riecht praktisch nach gar nichts. Es steht auch drauf, dass sie parfümfrei ist. Sie soll mit Extrakten von Bambus und grünem Tee sein. Also zwei Inhaltsstoffe, die ich auch total abfeiere. Und manchmal habe ich so Hautstellen, die halt irgendwie manchmal so ein bisschen gereizt sind. Also nicht unbedingt vom Peelen, sondern manchmal ist meine Haut einfach so ein bisschen zickig und anstrengend. Und dann nehme ich lieber eine Lotion, die halt parfümfrei ist, um die Haut einfach nicht noch weiter zu reizen. Das hatte ich halt, wann hatte ich denn das? Ja, das hatte ich nach meiner Boosterimpfung. Da war meine Haut irgendwie eine Woche lang echt empfindlich und zickig und hat halt auf Cremes mit Parfümstoffen super gereizt reagiert. Da habe ich dann diese Bodylotion verwendet. Da habe ich mir gedacht, weil die so gut funktioniert hat, nehme ich mir einfach nochmal eine Flasche mit, weil die andere ist jetzt leer. Und für den Fall, dass ich sie halt nochmal brauche, wenn meine Haut irgendwie gereizt oder ein bisschen ja anstrengend ist, habe ich auf jeden Fall eine Bodylotion im Haus, mit der ich sie trotzdem pflegen kann, ohne sie noch weiter zu reizen. Dann habe ich mir mitgenommen, weil ich ein Verpackungsopfer bin, nämlich eine Handcreme von Isana mit diesem absolut putzigen kleinen Igelchen drauf. Also hier, also das sah einfach so niedlich drauf aus, dass da konnte ich einfach nicht widerstehen. Hat 89 Cent gekostet und ja, ist eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel drin, aber 75 Milliliter sind für eine Handcreme eigentlich voll in Ordnung. Aber ich habe sie halt eigentlich hauptsächlich wegen dieses total knuffigen Igels drauf gekauft. Wir testen mal, wie der Duft ist. Ja, recht blumig. Ich tue mir mal was ein bisschen auf die Hand. Ne? Kann ich gleich beide Hände mit eincremen. Um einfach mal zu gucken, wie ist denn das so für meine Hände? Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Ist schön, schön leicht. Ja, riecht irgendwie blumig. Also nicht irgendwie allzu süß, sondern es ist ein sehr angenehmer, zurückhaltender Blumenduft. Gefällt mir gut. Steht drauf, welcher Duftstoff da drin ist? Nö. Riecht auf jeden Fall blumig, angenehm, nicht zu durchdringen. Ich werde mal schauen, ob die auch schön schnell einzieht. Das mag ich immer an Handcremes, wenn die nicht so lange ja, auf der Haut bleiben, sondern halt innerhalb von einer Minute oder so eingezogen sind, damit man dann auch seine Hände gleich wieder schnell einsetzen kann.
Dann habe ich mir mitgenommen, sozusagen als Vorrat, einen Express-Nagellackentferner, diesmal von Isana. Wir haben ja den von DM zusammen getestet und ich war ja wirklich krass positiv überrascht, wie gut es bei mir funktioniert hat, weil ich halt nicht weiß, wie lange das Fläschchen von DM halten wird. Momentan tut es definitiv noch seine Arbeit. Habe ich mir vorsichtshalber eins von Rossmann mitgenommen. Das hat, ich glaube, 1,99 gekostet. Finde ich auf jeden Fall für dieses Produkt einen fairen Preis, wenn ich überlege, wie lange ich den von DM schon in Anwendung habe. Also bestimmt jetzt schon einen Monat oder länger. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall finde ich, ist das echt preiswert und man spart tatsächlich auch noch etwas Müll, weil wenn ich mir überlege, normalerweise habe ich beim Ablackieren meiner Fingernägel halt mehrere Wattepads gebraucht, die ich dann halt immer mit Nagellackentferner tränken musste, um halt meinen Nagellack wieder runterzukriegen. Ich sag mal so, 6 Wattepads waren es bestimmt und so habe ich dann halt nur alle paar Monate einmal dieses Fläschchen, das ich entsorgen muss. Finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Funktioniert bei mir auf jeden Fall bei der Variante von DM wunderbar. Deswegen gehe ich halt mal davon aus, dass das Produkt von Isana auch einen ähnlich guten Dienst leisten wird. Den hatte mir auch eine Freundin empfohlen. Grüße gehen raus an die liebe Sabrina, dass sie mit diesem Express-Nagellackentferner auch Nagelfolien super runterkriegt. Und weil ich ja momentan Nagelfolien trage, habe ich mir gedacht, hole ich mir den mal für den Fall, dass vielleicht der Express-Nagellackentferner von DM da ein bisschen an seine Grenzen kommt, habe ich auf jeden Fall den im Haus, von dem mir berichtet wurde, dass es astrein funktioniert. Werde ich euch dann berichten, sobald ich hier die Nagelfolie mal entfernen muss. Dann habe ich mir mitgenommen nochmal eine Handcreme von Essence, war runtergesetzt auf 95 Cent, ist halt eine super kleine Tube, finde ich halt für die Handtasche immer ganz gut, wenn man da nicht so ein Oschi drin hat, der irgendwie ja 150 Milliliter oder sowas hat oder 100 Milliliter. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, für die Handtasche nehme ich mir dieses kleine Tübchen nochmal mit. Den Geruch weiß ich jetzt auch, ich schnupper mal. Ne? Riecht nach diesen frischen Gurkenextrakt. Ja, ist ja, ich glaube, das ist auch mit Gurkenextrakt. Ich hoffe, ich lese mal. Ja, mit frischem Gurkengeruch. Also habe ich richtig identifiziert. Ja, werde ich demnächst mal ausprobieren. Ich fand 95 Cent ist halt für eine richtig gut krass pflegende Handcreme auch ganz gut. Obwohl, naja, ich sag mal, ob ich einen richtig guten Deal gemacht habe, weiß ich nicht. Wenn man überlegt, dass ich für diese Handcreme 89 Cent bezahlt habe und da ist ja doch noch ein bisschen mehr drin. Sogar noch mehr drin ist in der nächsten Handcremetube. Da sind nämlich 100 Milliliter drin, die mir aber dann irgendwie für die Handtasche ein bisschen zu groß ist. Und zwar habe ich die mir hauptsächlich erstmal gekauft, weil sie krass reduziert war auf 40 Cent und weil sie nach Limette und Wassermelone duften soll. Und ich mag sowohl Limetten als auch Wassermelonen super gern. Ich vermute mal, dass das irgendwie aus einer Limited Edition aus dem letzten Sommer übrig geblieben ist, weil die Verpackung sieht halt super sommerlich aus. Und das wird jetzt wahrscheinlich gerade irgendwie noch abverkauft, bis die nächste Frühlings- oder Sommer-Edition mit reinkommt. Ich werde mal testen, wie diese Handcreme so ist. Duft ist erstmal nicht so stark durchdringend. Oh, doch, riecht super stark nach Melone. Also die Limette rieche ich da jetzt gar nicht so sehr raus, aber auf jeden Fall riecht es nach Melone. Finde ich super, weil ich mag Melonen sowohl als Obst zum Essen super gerne als auch als Geruch. Deswegen denke ich, wird das auf jeden Fall eine Handcreme, die ich des Öfteren mal einsetzen werde. Dann habe ich, oh je, ich bin aber auch echt so ein Handcreme-Opfer, ne? Aber es war ebenfalls reduziert auf 95 Cent. Das ist die Handcreme von Essence, Ticket for Hug. Das finde ich einfach super süß, erstmal, was da auf der Tube draufsteht. Ist auch echt schön gestaltet. Ist, glaube ich, auch aus einer der vergangenen Limited Editions von Essence, die jetzt aussortiert wird. Hatte ich gar nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Aber jetzt, wo sie reduziert ist, habe ich gedacht, ach komm, nimmst du dir mal mit. Ist auch wieder eine super schöne kleine Tube, Handtaschen geeignet. Und jetzt testen wir auch mal diesen Geruch davon. So, die kommt ein bisschen schwerer raus. Oh, die ist wirklich sehr, sehr dickflüssig. Also wird wahrscheinlich eher eine reichhaltigere Handcreme sein. Und meine Hände werden nach dem Video so super gepflegt sein. Die riecht sehr, sehr fruchtig. Ja, angenehm. Ich kann jetzt so einzelne Früchte nicht wirklich identifizieren. Es riecht ein bisschen beerig, würde ich sagen. Aber angenehm, gefällt mir eigentlich ganz gut. Also muss ich halt mal schauen, wann ich die anwenden werde, weil ich halt, wie gesagt, es immer schön finde, wenn Handcremes total
schnell einziehen und ja, meine Hände nicht lange behindern, weil wenn man sich die Hände eingecremt hat und muss danach zum Beispiel gleich noch schnell eine E-Mail schreiben, dann kann man da nicht ewig lange rumsitzen und erstmal die Handcreme einziehen lassen. Deswegen muss ich mal gucken, vielleicht ist das denn eher eine Handcreme für abends, wenn es halt nicht mehr wichtig ist oder ich nicht mehr unerwartet schnell irgendwie reagieren muss, ans Telefon gehen muss oder ähnliche Sachen, die man bei der Arbeit so machen muss. Dann habe ich mir mitgenommen, ebenfalls weil es reduziert war, bei einigen Kosmetikständen wird halt momentan einiges reduziert, vermutlich weil es aus dem Sortiment genommen wird, vermute ich mal. Catrice wird ja demnächst auch sehr, sehr viel ja, Neues ins Sortiment bekommen. Und deswegen war die Lashes to Kill No Panda Eyes reduziert auf 1,49. Ich hatte die bisher noch nicht ausprobiert, habe aber einiges Positives über sie gehört. Deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, für 1,49 nimmst du die mal mit. Also falls die jetzt wirklich mega, mega gut ist und sie dann aus dem Sortiment genommen wird, habe ich natürlich wieder Pech gehabt. Aber naja, ich werde sie mal testen, mal gucken, vielleicht gefällt es mir gut. Vielleicht ist es auch nur eine durchschnittliche Mascara oder vielleicht wird sie auch irgendwann mal wieder aussortiert. Ich werde sie auf jeden Fall für euch mal testen und euch dann berichten, wie die No Panda Eyes Mascara für mich funktioniert hat. Dann habe ich mir mitgenommen von Rival Loves Me einmal ein Lip Peeling und eine Lippenmaske. Waren beide reduziert auf 99 Cent. Und ich habe im Winter auch immer so ein bisschen Probleme mit trockener Haut auf den Lippen. Also kennt ihr das vielleicht auch, dass sich im Winter die Lippen irgendwie immer so ein bisschen schuppen? Also ich hatte das sonst mal, wenn ich halt zu eskalativ Liquid Lipstick eingesetzt habe und den sehr, sehr lange über mehrere Tage immer hintereinander getragen habe, dass meine Lippen irgendwann gesagt haben, echt, wir brauchen ein bisschen mehr Feuchtigkeit. Aber diesen Effekt habe ich halt auch, wenn ich im Winter, selbst wenn ich nur Lippenpflege verwende oder gar nichts, dass meine Lippen dann irgendwie trocken sich anfühlen. Deswegen habe ich mir beide Produkte mal mitgenommen und werde probieren, ja, ob die eventuell diesem trockenen Wintereffekt auf meinen Lippen entgegenwirken können. Werde ich euch berichten, wenn ich das getestet habe, ob ich eventuell einen Effekt bemerkt habe. Dann habe ich mir mitgenommen, weil ich das letztens bei DM ausgetestet habe, Under Eye Pads. Und zwar habe ich halt jede Variante von der ja, von Isana mitgenommen, haben jeweils 79 Cent gekostet. Einmal habe ich mitgenommen mit Hyaluron und Aloe Vera, das sind die blauen. Dann habe ich mir die gelben mit Kollagen und Kokosöl mitgenommen und dann noch einmal mit Koffein und Melonenextrakt, die roten. Werde ich alle drei in naher Zukunft mal ausprobieren und euch dann natürlich berichten, wie sie mir gefallen haben. Ich hatte ja wirklich einen echt positiven Effekt von den Under Eye Pads von DM, die ich mir mitgenommen habe. Ich habe die ja vorher noch überhaupt keine Erfahrung mit denen sammeln können. Haben mir aber wirklich gut gefallen. Deswegen habe ich mir gedacht, werde ich mal versuchen, meiner trockenen Haut unter den Augen ein bisschen den Kampf anzusagen, indem ich regelmäßig Under Eye Pads verwende. Dann werde ich mal schauen, wie die von Isana für mich funktionieren. Richtig gespannt bin ich ja auf die mit Wassermelone und Koffein. Ich glaube, das wird tendenziell eher was für morgens sein, weil Koffein hat ja auf jeden Fall im Kaffee für mich einen wachmachenden Effekt. Vielleicht macht das auch die Haut unter deinen Augen irgendwie richtig wach und prall. Also das habe ich ja auch manchmal, dass wenn ich morgens aufstehe und nicht so richtig gut geschlafen habe, dass ich hier so leichte Schwellungen unter den Augen habe. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich die vielleicht in den Kühlschrank lege und dann so richtig schön gekühlt unter den Augen aufgebe, dass es nicht nur Feuchtigkeit spendet, sondern auch noch die Schwellungen abklingen lässt. Werde ich mal testen, werde ich euch berichten, ob es funktioniert hat, wie ich mir das gedacht habe. Dann kommen wir auch schon fast zum Ende. Das vorletzte Produkt, das ich euch zeigen möchte, ist von Rival Loves Me, der HD Setting Powder. Den habe ich mir auch mitgenommen, weil er reduziert war auf 1,49. Den hatte ich vorher noch nicht getestet, weil ich mir immer gedacht habe, irgendwie ist mir die Packung zu klein. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem dicken Wuschelpuderpinsel da so richtig reinkomme. Aber da der jetzt halt wirklich sehr, sehr stark reduziert war, rund um die Hälfte, habe ich mir gedacht, komm, nimmst du ihn mal mit. Vielleicht funktioniert er ja wirklich, wirklich gut. Und es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, für die Kosmetiktasche für unterwegs eine etwas kleinere Puderdose zu haben. Aktuell habe ich die ja sehr, sehr große, eckige Puderdose von den Holy Grails von Maxime Giacomo. Gott, fast falsch ausgesprochen, wie peinlich ist das denn? Auf jeden Fall habe ich die da gerade drin und die nimmt halt schon in meiner Kosmetiktasche ziemlich viel Platz weg. Deswegen, die hier ist deutlich kleiner. Ich werde mal gucken, ob das Produkt für mich funktioniert. Und falls ja, wird sie dann wahrscheinlich meine Unterwegs-Puderdose werden.
Das letzte Produkt, das ich euch zeigen möchte von meinem letzten Rossmann-Einkauf, ist dieses Lippenprodukt. Und zwar trage ich sozusagen das Schwesternprodukt mit der Farbe Urbanized gerade jetzt auf meinen Lippen. Und ich war ja mega begeistert, wie gut dieser Liquid Lipstick von Riva Loves Me funktioniert. Der kostet unter 3 Euro und es ist ein Lip Liner drin und ein Liquid Lipstick. Und ich habe gedacht, naja, komm, bei dem Preis brauchst du eigentlich gar nicht so viel erwarten, was die Haltbarkeit angeht. Aber ich war wirklich krass überrascht, wie gut der funktioniert. Erstmal, der hält ewig. Ich habe den getestet und sogar nachdem ich geduscht habe, war dieser Liquid Lipstick noch drauf. Den musste ich tatsächlich nochmal nach dem Duschen extra abschminken. Ich hatte den wirklich den ganzen Tag getragen. Ich habe ihn morgens aufgetragen, war dann damit unterwegs, hatte auch noch mehrere Stunden FFP2-Maske auf und da werden ja Lippenprodukte öfters mal weggerieben, wenn man die längere Zeit trägt. Selbst danach war der Lipstick noch drauf, also der Lip Liner war nach dem Maskentragen ein klein bisschen verwischt, aber auch nicht so stark, wie ich das von anderen Lip Linern kenne. Also da war ich wirklich sehr positiv von beiden Produkten überrascht und hat wirklich den ganzen Tag gehalten und hat, obwohl ich kein weiteres Produkt als Topping aufgetragen habe, weil sonst nehme ich auf Liquid Lipsticks öfters nochmal ein Gloss oder irgendwie was anderes, um halt ein bisschen ja, cremigeres, feuchtes Gefühl auf den Lippen zu haben, brauchte ich bei diesem Liquid Lipstick tatsächlich nicht. Also auch wenn er richtig getrocknet war und auch absolut keine Spuren auf Gläsern oder Tassen und so weiter hinterlassen hat, hatte ich den ganzen Tag immer so ein leicht feuchteres Gefühl. Also auch jetzt, wenn ich die Lippen aufeinander presse, es ist nicht dieses staubtrockene Gefühl, was manche andere Liquid Lipsticks hinterlassen. Hat mir echt gut gefallen, dass er halt nicht so stark austrocknet, aber trotzdem den ganzen Tag hält. Und die Farbe ist auch richtig, richtig schön. Deswegen habe ich mir die Farbe 03 Captured nochmal mitgenommen. Eben weil mir das erste Produkt, das ich mir gekauft habe, es mir so gut gefallen hat. Deswegen habe ich mir gedacht, nimmst du dir noch eine andere Farbe mit? Ich hätte wahrscheinlich auch das komplette Sortiment gekauft. Allerdings fand ich die anderen Farbtöne, bei denen Tester vorhanden waren, die fand ich für mich nicht passend, weil sie zu warm und zu bräunlich waren. Also auch der hier ist ja so ein bisschen bräunlich, aber geht halt noch ein bisschen ins Rötliche rein. Der hier ist jetzt tatsächlich noch ein bisschen kühleres Rot. Und die anderen, ja, wie gesagt, waren mir zu bräunlich. Und ich habe immer das Problem, wenn ich zu bräunliche Lippenprodukte trage, wirken meine Zähne zu dunkel. Das gefällt mir halt nicht. Deswegen trage ich die tendenziell eher nicht. Dann gab es noch einen neuen Farbton. Allerdings gab es dafür noch keinen Tester. Deswegen habe ich den vorsichtshalber erstmal nicht mitgenommen. Werde ich dann möglicherweise, wenn er mir gefällt und dann irgendwie einen Tester einsortiert ist, werde ich das dann auch nochmal ausprobieren. Weil da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen. Die Farbbeispiele, die unter den Produkten angegeben sind, sind nicht wirklich hundertprozentig passend zu den Farben, die tatsächlich in der Verpackung sind. Deswegen nehmt lieber den Tester, streicht euch ein bisschen was auf die Haut und guckt, wie die Farbe tatsächlich ist. Weil viele Farben, die denn deutlich rötlicher aussahen auf diesen ja, Beispiel-Farbklecksen, die waren dann doch ziemlich bräunlich und da hätte ich wahrscheinlich, wenn ich nicht die Tester verwendet hätte, einen deutlichen Fehlkauf gehabt und hätte dann Lippenprodukte gehabt, die ich gar nicht letztendlich verwendet hätte. Deswegen greift bei denen hier auf jeden Fall zum Tester und guckt, welche Farbe diejenige ist, die zu euch richtig gut passt, weil ansonsten kann ich euch diesen Liquid Lipstick zu 100% empfehlen. Er ist super günstig, er hält mega lange und er trocknet die Lippen nicht aus. Deswegen eine ganz klare Empfehlung für dieses Produkt von Riva Loves Me. Also ich weiß auch gar nicht, wie die das machen, wenn ich mir überlege, dass ich manche Liquid Lipsticks habe, die das Zehnfache gekostet haben von diesem Produkt und die bei weitem nicht so lange halten und nicht so gut für die Lippen sind. Ich weiß nicht, wie die das machen für den Preis. Also hier richtig Props an Riva Loves Me. Tolles Produkt, habe echt was super Tolles auf den Markt gebracht. Und ja, wenn mir die neue Farbe gefällt, werde ich mir die auf jeden Fall auch noch holen. Das war mein Rossmann-Haul. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Spaß dabei, euch das zu zeigen, was ich mir das letzte Mal bei Rossmann geholt habe. Und ich freue mich auch schon darauf, das nächste Video für euch zu drehen. Und wir sehen uns auch ganz bald wieder. Bis dahin, eure Ramis.